Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier von mir. Ich wurde in den YouTube-Kommis und auch auf Insta per DMs wurde ich zugespammt, ob ich nicht mal ein Wheelie-Tutorial machen kann. Ich hatte halt jetzt in den letzten 2 Wochen nicht so viel Zeit wegen Schule und so, weil das alles wieder losging. Aber genau, jetzt bin ich hier am Spot. Also vorab, ich habe mir überlegt, ich teile das Video in 2 Teile auf. So, da kam gerade ein Auto, deswegen muss ich mal ganz kurz die Karre wegschieben. Auf jeden Fall werde ich heute die Basics erklären, wie zieht man die Karre hoch, wie kann man den zweiten Gang schalten, damit man einfach so einen ganz normalen Wheelie überall raushauen kann. Da werde ich halt so darauf eingehen, wie ich das bei der Aprilia jetzt gemacht habe, wie lange ich dafür gebraucht habe und so weiter. Und dann werde ich im nächsten Video ein bisschen auf so andere Sachen eingehen, wie zum Beispiel Coaster-Wheelies, Stand-Up-Wheelies oder One-Hand-Wheelies oder so. Aber das kommt dann sowieso erst später. Also damit habe ich jetzt auch nicht direkt angefangen, kann man sicher denken. Das kam dann auch erst, als ich die normalen Wheelies sicher konnte. Also wer jetzt schon einen normalen Wheelie kann oder so, das andere Video werde ich dann noch mal ein anderes Mal aufnehmen. So, ich habe mich jetzt aufs Bike gesetzt und wollte noch 3 Sachen vorab sagen vor dem Video. Die erste Sache, die mir erstmal wichtig ist, zieht euch vernünftige Schutzkleidung an, wenn ihr anfangt mit Wheelies. Also zieht euch sowieso immer Schutzkleidung an beim Motorradfahren, ist ja klar. Aber gerade bei Wheelies, wenn man auch anfängt und natürlich auch unsicher ist, am besten wäre natürlich eine Lederhose. Und weil es heute sehr warm ist, ich glaube 25 Grad haben wir gerade oder so, habe ich jetzt nicht noch die Lederjacke angezogen, sondern habe halt nur eine Protektorenweste und dann hier das Grenzgänger-Shirt noch drüber gezogen. Achtet dabei auch auf die Schuhe. Also ich habe hier jetzt so Motorradschuhe, die ich auch normal immer anziehe, angezogen. Was ich euch nicht empfehlen würde, ist irgendwie mit Stiefeln oder so, weil ihr da wenig Gefühl drin habt. Das ist aber auch alles Gewöhnungssache und kann man sich auch angewöhnen. Da würde ich euch auch noch einen Tipp geben, und zwar macht das immer mit den gleichen Schuhen, weil ich hatte ja unter anderem auch einen Wheelie-Fail. Der hatte auch damit zu tun, dass ich halt an dem Tag andere Schuhe anhatte und dann bin ich halt von der Fußbremse abgerutscht, weil ich das halt nicht gewöhnt war mit den Schuhen. Dann der zweite Tipp, sucht euch einen Spot aus zum Trainieren, wo ihr keinen stört. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier einfach so eine lange Gerade im Industriegebiet hier bei mir im Ort. Weil ich kann euch sagen, wenn Anwohner irgendwie genervt sind oder so und dann mal die Bullen rufen, weil ihr die irgendwie stört oder so, tut euch einfach selbst den Gefallen, fahrt leise, sucht euch einen Spot, wo ihr keinen nervt. Und dann kann es auch losgehen. Die dritte Sache, sucht euch am besten einen Kumpel, mit dem ihr zusammen anfangt, der auch Bock hat, irgendwie Wheelies zu üben. Weil es ist einfach geil, wenn man sich gegenseitig motivieren kann. Wenn man sich gegenseitig pushen kann, man kann sich gegenseitig Feedback geben, das macht einfach viel mehr Spaß. Und das Allerwichtigste, wenn ihr euch wirklich auf die Fresse legt, dann kann er wenigstens noch den Krankenwagen rufen oder euch helfen oder so. So, ich würde sagen, ich habe schon wieder viel zu lange gelabert. Ihr habt wahrscheinlich sowieso schon alle abgeschaltet, bevor das eigentliche Wheelie-Tutorial überhaupt losging. So, jetzt geht's los mit dem Video, mit dem eigentlichen Tutorial. Also, wie setzt ihr euch am besten aufs Motorrad drauf zum Wheelies üben? Zum Anfang ist es immer ganz gut, wenn man sich einfach ein bisschen weiter nach hinten setzt, also normal sitzt man ja hier, wenn man sich da so ein bisschen weiter nach hinten setzt, damit man einfach mit dem Gewicht ein bisschen weiter hinten ist, damit der Schwerpunkt vom Bike ein bisschen weiter hinten ist und die Karre einfach vorne leichter hoch geht. Also ich kann euch sagen, wenn ihr nachher die Wheelies könnt so und die Karre einfach hochziehen könnt, dann ist das nicht mehr so wichtig, aber für den Anfang ist das immer ganz gut, weil es dann halt ein bisschen leichter geht. Zur Kupplung, also ich kann euch nur ans Herz legen, zieht die Kupplung direkt mit einem Finger beim Wheelie. Gewöhnt euch gar nicht erst an, irgendwie mit 2 Fingern die Kupplung zu ziehen, weil spätestens, wenn es nachher ans Schalten geht, müsst ihr die Kupplung eigentlich mit einem Finger ziehen. Und dann natürlich das Wichtigste an der ganzen Sache, rechter Fuß immer auf der Hinterradbremse lassen. Egal, ob ihr nur 2 cm in der Luft seid, gewöhnt euch das direkt an, dass der Fuß direkt am Motor, direkt auf der Hinterradbremse liegt und gar nicht erst weggeht, irgendwie so zur Seite oder so. Der muss direkt drauf bleiben. Ich mache das immer so ungefähr zwischen 15 und 20 km/h, dass ich versuche, die Karre hochzuziehen. Ihr zieht mit einem Finger die Kupplung, gebt Gas. Ihr macht einfach nur Kupplung ziehen, Gas geben, Kupplung springen lassen. Mehr nicht. Einfach, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Und das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, das wird sich am Anfang schon für euch hoch anfühlen. Aber da gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Also das einfach mal bis zum Umfallen machen. Das geht am Anfang recht schnell, also dass man die Karre halt so ein bisschen hoch bekommt. Und dann kommt man ganz schnell an den Punkt, so war es bei mir am Anfang auch, ey, die Karre geht gar nicht weiter hoch.
Ja, jetzt sieht die Kupplung, gibt Gas und die geht trotzdem nur so hoch. Ja, so fangt ihr erstmal an. Und dann ist der zweite Schritt, dass ihr versuchen müsst, die Karre einfach ein bisschen höher zu ziehen, um den Wheelie einfach länger zu machen. Ihr müsst jetzt nicht nur noch die Kupplung ziehen und Gas geben, also so, sondern ihr müsst jetzt auch noch gleichzeitig hochziehen. Das heißt, ihr müsst reingehen vorne und dann in dem Moment, wo ihr die Kupplung springen lasst, gleichzeitig hochziehen. Das Ganze sieht dann von außen so aus, ihr fahrt wieder bei 15 km/h, zieht die Kupplung, geht vorne rein und zieht dann hoch. Ja, also diese Bewegung vorne rein und dann hoch. Und dabei dann die Kupplung springen lassen. Das kann ich jetzt auch einmal machen. Ja, da war die Karre schon echt hoch. Also erschreckt euch da am Anfang nicht, ne? Die Karre geht dann auch recht schnell, recht hoch. Aber ich kann euch eins sagen, mit einer 125er müsst ihr keine Sorge haben, dass ihr irgendwie die Karre so hoch zieht, boah, ich gehe direkt hinten rüber. Aber die Karre geht auf jeden Fall schon mal höher. So, und was dann automatisch passieren wird, ihr nehmt vor Schreck, nehmt den Gas weg, weil das seid ihr nicht gewöhnt, dass die Karre so hoch geht, ne? Deswegen müsst ihr das wirklich einfach so oft machen, wie ihr könnt. Hochziehen und Gas geben. Wieder zwischen 15 und 20 km/h hochziehen, Gas geben. Und dann kommt natürlich der Punkt, der Wheelie war jetzt auch nicht lang. So, dann versucht man am Anfang, und so war es bei mir auch, man versucht einfach den Gang auszudrehen, ja, bis am Begrenzer, kann ich ja auch mal machen. Bis die Karre am Begrenzer ist, ja. Das ist so ein typischer Beschleunigungswheelie. Was dann auch passiert, was ich jetzt gerade mal gemacht habe, ihr zieht euch oft an Lenker ran. Das heißt, ihr wollt die Karre auf Krampf hochbekommen. Ich kann es jetzt auch mal von außen nochmal zeigen. Wieder ganz normal. Und jetzt wollt ihr und zieht euch so an Lenker ran. Und wenn ihr das aber jetzt oft genug gemacht habt, dann wollt ihr jetzt immer höher kommen mit dem Vorderrad, damit ihr auch langsam an Kipppunkt kommt. Und wenn ihr die Karre jetzt an Kipppunkt bekommen wollt, dann sage ich euch, ihr müsst, also ich spreche jetzt von der Aprilia SX125, ihr müsst sie an Begrenzer hauen. Kann ich nochmal machen. Zack, am Begrenzer, hochziehen und dann geht die Karre auch ganz leicht hoch. Also habt da wirklich keine Angst. Richtig hochziehen die Karre und dann dabei natürlich nicht vergessen, Fuß immer auf der Fußbremse. Wir kommen dann irgendwann zu dem Punkt, dass ihr ungefähr am Kipppunkt seid. Wenn ihr halt so hoch seid, dann ist halt das Risiko, dass ihr hinter den Kipppunkt geht, recht hoch. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, dann mit der hinteren Bremse zu üben. Das heißt, ihr zieht die Karre wieder nur hoch und versucht die dann über den Kipppunkt zu ziehen, damit ihr wirklich mit der hinteren Bremse arbeiten könnt. Ja, ich mache das jetzt mal vor. Also ihr zieht die Karre hoch. Und dann einfach auf die Hinterradbremse. Dann klatscht ihr vorne immer auf. Das für die Simmerringe ist halt nicht ganz so geil. Ich weiß. Aber das müsst ihr einfach drin haben. Hochziehen. Das muss bei euch im Gehirn muss das verankert sein. Also das meine ich wirklich so. Und das lernt ihr auch nicht von einem auf den anderen Tag. Ich habe ja insgesamt ein halbes Jahr gebraucht, um die Wheelies zu lernen. Also macht euch da keinen Druck und geht da wirklich ganz langsam ran. Ihr merkt dann recht schnell, okay, wenn ihr ein Gefühl dafür bekommt, dann könnt ihr auch mal Wheelie am Kipppunkt machen. Das sieht nicht am Anfang so perfekt aus, aber es wird schon immer besser. Könnt ihr mal so, dann mit der Bremse wieder arbeiten, dann auf die Bremse wieder, wieder fahren und wieder auf die Bremse. Wieder auf die Bremse. Das heißt, ihr arbeitet immer so mit der Bremse. Und das alles im ersten Gang, ne? Also gar kein Problem. Das könnt ihr alles noch im ersten Gang machen. Ihr geht immer hoch, dann geht ihr hinter den Kipppunkt, geht auf die Bremse drauf und gebt dann wieder Gas. Das sieht natürlich nicht schön aus, dass man immer dieses hoch, runter, hoch, runter. Deswegen kann ich euch da schon ans Herz legen, fangt da schon an, das Gas zu dosieren. Versucht wirklich so leicht mit dem Gas einfach zu spielen, ja, am Kipppunkt zu fahren. Also. So, und ihr seht ja jetzt schon ganz gut bei den Wheelies auch im ersten Gang. Ich komme immer zur Seite, nach links oder nach rechts. Und um das halt zu vermeiden, ist es dann an der Zeit zu schalten im Wheelie. Also ich mache das so, ich schalte immer im zweiten Gang im Wheelie. Ich ziehe die Karre nicht im zweiten Gang hoch. Das schaffe ich irgendwie nicht, keine Ahnung. Ich kann das ja einmal vormachen. Im ersten Gang im Wheelie.
und dann den zweiten Gang schalten und weiter geht's. Oh, das war jetzt noch ein schöner Coaster am Ende. Aber so wird es dann nachher aussehen. Ich erkläre euch jetzt, wie das genau funktioniert. Am Anfang ist das so ungewohnt, im Wheelie zu schalten. Das heißt, ihr bekommt auch immer diesen Ruck. So, und damit ihr eben nicht hinten rüber geht, rate ich euch am Anfang, schaltet vor dem Kipppunkt. Das heißt, macht ein Beschleunigungswheelie so, dass ihr vor dem Kipppunkt seid und schaltet jetzt ins zweiten. Ja, dann habt ihr ja gesehen, bin durch diesen Ruck hochgekommen, aber bin immer noch nicht hinter Kipppunkt gekommen, dass man jetzt mit der Bremse arbeiten muss. Also das ist wirklich einfach Übungssache. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr das gemacht habt, dann geht es jetzt halt daran, dass ihr versucht, wirklich auch im zweiten Gang den Wheelie richtig schön zu halten und nicht die ganze Zeit nach vorne und nach hinten zu schwappen, sondern richtig schön das Gas zu dosieren. Und ihr werdet auch merken, ich schalte auch immer recht früh im zweiten Gang. Also ich ziehe den ersten Gang nicht so ewig, weil ich möchte am Anfang immer schnell Geschwindigkeit aufbauen. Das heißt, ich gehe wieder so auf 17, 18 km/h, ziehe hoch, zweiter Gang rein, Wheelie ganz normal ziehen, richtig schön am Kipppunkt. Ne? Ja, ich sag euch, bei einer 125er Viertakter, die Motorbremse ist echt stark. Also ihr müsst am Anfang gar nicht viel bremsen. Wenn ihr leicht nur hinterm Kipppunkt seid, dann kann die Motorbremse auch alles für euch machen. Also dann geht einfach vom Gas hochziehen, zweiter Gang. Aber jetzt der Ruck zum Beispiel ein bisschen heftiger da. So, und dann könnt ihr den Wheelie ganz normal so dosieren. Ihr könnt dann natürlich auch irgendwann mal ein bisschen schneller werden, also Vorderrad ein bisschen runterkommen lassen und dann ist man schon fast bei 60 im Wheelie, ne? Das war's eigentlich schon fast mit dem Wheelie-Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall helfen. Also ich war damals immer auf der Suche irgendwie nach einem geilen Wheelie-Tutorial, habe irgendwie nichts Vernünftiges gefunden, was mir irgendwie zugesagt hat, auch auf einer Viertakt 125er. Ich habe das jetzt natürlich für meine Aprilia vorgemacht, da habe ich auch eine andere Übersetzung drauf, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Also das geht alles genauso. Also ich habe am Anfang mit der originalen Übersetzung den Wheelie gemacht, war auch kein Problem. Aber ich denke, das müsste sich eigentlich ganz gut auf die anderen 125er Viertakt-Supermotos duplizieren lassen, also zum Beispiel auf die Beta oder halt auf die WR. Ja, das war jetzt das erste Wheelie-Tutorial-Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet irgendwie viele Tipps oder so mitnehmen. Ich hoffe, ich habe das alles gut erklärt, habe irgendwie nichts vergessen oder so. Sonst spammt natürlich die YouTube-Kommentare voll, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Oder auch immer bei Insta, da beantworte ich eigentlich auch jede Nachricht, die ihr mir schreibt. Also habt da keine Hemmung, mich einfach zu fragen. Ja, eine Bitte noch. Legt euch bitte nicht hin, also ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich kenne eigentlich keinen, der sich beim Wheelie üben noch nicht hingelegt hat. Also seid nicht traurig, wenn euch das auch passiert, macht einfach weiter. Aber ja, geht einfach langsam daran, setzt euch nicht unter Druck. Ich habe ein halbes Jahr dafür gebraucht, das kommt einfach mit der Zeit, das ist Übungssache, das muss ich einfach im Kopf festsetzen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und seid gespannt auf den nächsten Teil. Wenn ihr Bock darauf habt, auf Teil 2, dann lasst ein Abo da, ein Like da und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir hauen nochmal einen schmackhaften Wheelie raus. Einen schönen Coaster. Vielleicht können wir auch ganz zum Schluss nochmal Kennzeichen schleifen. Ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich nicht mehr machen, aber... Ja. Da habe ich nochmal schön das Kennzeichen geschliffen. Wir können uns das noch einmal angucken, wie das Ganze jetzt aussieht. Richtig schön einmal hochgebogen. Und ich würde sagen, damit bin ich raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.